Altes mit Fable. Wir haben das letzte Mal ganz schön lang gemacht, deswegen machen wir diesmal ein bisschen kürzeren Part. Und sofern ich mich noch erinnere, sollten wir irgendwo am Weststrand irgendwas ausgraben. Und ich habe offscreen ein bisschen rumgeklaut. Das heißt, wir haben jetzt größere Hörner, weniger Haare und Fliegen. Was ist das für ein komisches Geräusch? Wer weiß. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, was uns hier noch erwartet. Nichts außer eine Kiste. Attentäterstiefel. Gucken wir doch mal. Mehr Gruselfaktor, mehr Minus, das ist sehr schön. Und die hätten wir gleich ausrüsten können. Das war dumm. So, wie war das denn? Ausrüstung. Schuhe. Attentäterstiefel. Tragen. So. Oh, hier ist eine Höhle. Der Felsspitzenpfad. Okay. Also wir sollen ja irgendwo rumgraben. Aber ich weiß einfach nicht wo. Nein, ich wollte das Fass schlagen. Jemand gesehen? Wunderbar. Also ich verstehe nur nicht, wo wir hier rumgraben sollen. Also wir haben ja... also ich habe offscreen halt den Spaten gekauft, wenn ich mich recht entsinne. Aber wo der ist? Boah. Hier ist schon mal die... hier ist der Spaten. Hier können wir den doch bestimmt zuordnen. Dann packen wir den mal auf die 1. Huch. So. Können wir hier graben? Hier ist nichts. Wunderbar. Und jetzt müssen wir hier rumgraben und irgendwo den Schatz finden. Moment, wir müssen nochmal in die Quests gucken. Ich habe einfach keinen Plan mehr. Büchersammlung. Schatz des Geistpiraten. Sucht den Schatz des Geists und bringt ihn seiner Frau zurück. Gut. Also das könnte genau hier sein, so wie es aussieht, aber ich weiß halt nicht wo. Ich weiß auch nicht, warum die Musik jetzt hier die ganze Zeit aus ist. Nein. Gut, wo können wir denn noch graben? Da unten vielleicht irgendwo? Sagen wir durch hier. Du stehst im Weg. Ich behalte euch im Auge. Das interessiert mich nicht. Ah, weiter können wir nicht. Dann graben wir doch hier nochmal. Auch nicht. Hier? Nö. Er hat doch gesagt, am westlichen Strand, oder? Was ist ja denn der hier? Könnten... Ja, weiß ich auch nicht. Nein, auch hier nicht. Gehen wir nochmal in die Höhle? Vielleicht da drinnen irgendwo. Wir graben hier nochmal und vor der Kiste. Und wenn nicht, gucken wir mal in die Höhle rein. Ja, hier ist nichts. Na gut, gehen wir mal in die Höhle. Der Felsspitzenpfad. Ah. Okay. Dann könnte hier auch irgendwo unser Grabestück sein. Sieht aus, als ob hier irgendwas Großes kommt. Zumindest sind hier Fässer zum Kaputtmachen. Eine Schultertätowierung. Info. Dieses Muster ziert die Haut der selten gesehenen Harion-Eidechsen. Harion? Ja.
Ein Tätowierer kann das Bild auf euren Körper anbringen. Okay. Hallo? Gut, scheint so zu sein. Ich glaube nicht, dass wir die aufkriegen. Nö, sieht nicht so aus. Aber wo könnten wir noch graben? Hier bei diesem Stein. Hier ist absolut nichts. Perfekt. Ja, mehr Möglichkeiten gibt es hier gar nicht mehr. Wir könnten hier nochmal graben, aber wird auch nichts kommen. Hier? Ich will jetzt nicht hier alles umgraben, um nichts zu finden. Hier? Nein, wir gucken nochmal in den Questlog. Also. Nee, das muss da sein. Die beiden Punkte sind noch da. Dann gehen wir da nochmal zurück. Vielleicht haben wir irgendwie falsch gegraben. Aber einer, da waren ja drei Punkte. Und einer ist jetzt weg. Also müssen wir mal schauen. So, also hier war es nicht. Hier haben wir alles durchgegraben. Wir können ja mal bei ihm drüben am Strand gucken. Vielleicht ist es da? Ach hier, im Dorf kommt wieder Musik. Oder hier? Na, unwahrscheinlich. Hallo. Schon losgeworden? Nein, aber wenn du mir auf den Sack gehst, werde ich dich bald los. Denn ich bin böse. Haben wir nochmal hier ein bisschen rum? Nö. Hier? Auch nicht. Wir reden nochmal mit dem Geist. Vielleicht kann der uns noch was sagen. Hallo? Neben der Mole am Weststrand, mein alter Kumpel. Links, wenn man aufs Meer hinausschaut. Neben der Mole am Weststrand. Gut, dann gehen wir nochmal rüber. Was ist denn eine Mole? Verdammt. Seid ihr den Geist schon losgeworden? Alter. Ist okay. Ob wir auf 100 noch größere Hörner kriegen, das wäre cool. Nee, eins weiter. Hinterm Gasthaus ging's zum Strand. Neben der Mole am Weststrand, wenn man aufs Meer rausguckt, gleich links. Hier? $500. So, wenn wir jetzt erst zu dem Geist gehen und sagen, jo, alles scheiße, was ist denn hier los? Boah, ist hier nachts Schlägerei? Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Händler. Was denn für ein Händler? Jetzt passt es gerade nicht. Kommt, schlag mich mal. Wer kämpft gegen mich? Ich? Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Händler. Hallo? Keine Tiefschläge. Toll. Wer kämpft gegen mich? Kann ich mit dir sprechen? Eines Tages boxe ich. Okay. Jetzt passt es gerade nicht. Sprecht mit dem Händler. Wer bist du denn?
Du hast ja eine geile Frisur. In Bowerstone gibt's einen Faustkampfclub. Der nimmt jeden auf. Das hier ist nicht Bowerstone. Mmh. Fight Club. Keine Tiefs. Jetzt passt es gerade nicht. Okay. Da müssen wir dann nochmal im Bowerstone gucken. Ich will eigentlich die 500 Gold behalten. Oh, jetzt nein. Hätte ich wirklich gleich los, kannst du wissen. Warum habt ihr den Schatz nicht meiner Frau gegeben, elender Betrüger? Weil ich erst mit dir reden wollte. Wir könnten die 500 Gold behalten. Aber ich kann ihn nicht angreifen. Ich kann ihn auch nicht böse stellen. Warum habt ihr... Was kann man denn hier machen? Oh, es gibt einen Silberschlüssel. Das heißt, wir müssen das machen. Das ist ja doof. Wir brauchen Silberschlüssel. Alter. Hier steht eine Kiste. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Eine Wiederbelebungsviole. Wunderbar. Weg da! Spieß dich auf. Aber das mit dem Club im Bowerstone ist schon cool. So, jetzt reden wir nochmal mit der Fischersbraut. Wenn nicht, müssen wir ihr halt die 500 Ocken geben. Was sind denn schon 500, wenn wir klauen können? Ich denke stets. Hey Lady. Nochmals hallo. Hi. Wir müssen es dir doch geben. Na gut. Du meine Güte. Ist das von meinem Mann? Sieht so aus. Ihr sagt, er sparte das an, indem er Touristen im Boot mitnahm? So ähnlich. Ja, ich erinnere mich, dass er Leute an Bord nahm. Aus der Ferne sahen sie wie Räuber aus. Ist das nicht albern? Ja. Ich weiß, ich habe ihm viel bedeutet. Er war ein guter, ehrlicher Mann. Recht herzlichen Dank. Ich bete, dass er eines Tages sicher wiederkehrt, nachdem ich einkaufen war. Mhm. 60 Punkte nie. Danke. Was? Nach allem, was du getan hast, willst du mir wehtun? Ja. Stopp. Gib mir das Geld. 60 Punkte böse. Und das Geld. Hallo. So, jetzt haben wir ja das Geld eigentlich seiner Frau gegeben. Und es zurückgeholt. Das ist aber erstmal unwichtig. Oh, eigentlich sollte der Part jetzt schon vorbei sein. Ich wollte gar nicht so lange machen. Alter, halt deine Fresse. Geist schon losgeworden? Echt unglaublich mit diesem Typen. So. Ist der Geist weg? Sieht so aus. Gut. Dann können wir jetzt ihm Bescheid sagen. Ist alles schön. Wir haben weder gute noch böse Punkte bekommen. Ja. Seid ihr ihn schon losgeworden? Ja, verdammt. Wirklich? Großartig. Wenn ihr wollt, kommt vorbei und gebt mir und den Hühnern die Ehre. Wow. Hast du das geskillt mit der Stimme? Gut. Und das Hühnerding gucken wir uns im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Und tschüss.